Das Simulationszimmer auf der KMT dient dazu, dass wir eben Übungsaufgaben hier durchführen können. Und zwar Übungen, die uns im pflegerischen Alltag immer begegnen. Prinzipiell ist es erstmal für die neuen Kollegen, so wie mich, dass wir hier einmal Dinge vorab üben können. Allerdings ist es natürlich auch super geeignet für schon Kollegen, die länger hier sind und nochmal Interventionen neu üben wollen oder nochmal genau anschauen wollen, wenn das jetzt zum Beispiel lange nicht mehr auf der Station geschehen ist. In der KMT begegnen uns sehr viele verschiedene Situationen. Ich vergleiche uns immer ganz gerne mit einer onkologischen Normalstation und einer Intensivstation und wir sind beides davon nicht. Also wir sind genau in der Mitte. Und haben so viele Interventionen, die nicht tagtäglich durchgeführt werden, sondern nur bei bestimmten Patientenklientel. Im Simulationsraum können wir eigentlich auch alle alltäglichen Dinge, also unseren hygienischen Standard nochmal genau durch unsere Merkzettel auch einüben und dann auch andere Situationen, die nicht so häufig vorkommen, dennoch sehr wichtig sind, dass wir die korrekt durchführen. Zum Beispiel der Umgang mit Katecholaminen, der Umgang mit non-invasiver Beatmung, Infusionsmanagement. Genau, das sind so die Dinge, die wir einüben können.